Pastor Sommer im Strandhaus. Wir wären mehr als glücklich, hier zu sein und euch bei allem zu helfen. Wir kümmern uns um das Haus, versprochen. Also, was sagt ihr? Okay. Ja! Ja! Auf unseren letzten Sommer im Strandhaus! Guten Morgen! Hey, es ist schon nach eins, Sonnenschein. Was? Unsere Strandbucketlist! Vor langer Zeit haben Lee und ich alle verrückten Sachen aufgeschrieben, die wir, bevor wir aufs College gehen, machen wollen. Dafür kann man uns verhaften. Könnte wirklich passieren, ja. Doch auch wenn man einer Weile der Realität entflieht, holt sie einen irgendwann wieder ein. Ich muss ein College wählen und einen meiner zwei liebsten Menschen total unglücklich machen. Wir brauchen Ihre Entscheidung morgen vor Büroschluss. Aber ich war nicht bereit für einen Abschied. Es war unser letzter gemeinsamer Sommer und der sollte toll werden. Das ist der beste Tag meines Lebens! Ich werde euch umbringen! Noah, können wir kurz mal reden? Was ist los? Ich stehe nicht mehr auf der Warteliste. Dann hat sie eine Entscheidung gefällt? Nur für mich? Hey, wenn du ihr vertraust, dann musst du glauben, was sie sagt und nichts anderes. Er? Oh mein Gott. Ich hoffe, es läuft zwischen uns cool. Natürlich, wieso nicht? Dieser Punkt hatte es in sich. Verfluchter! Da ist diese Sache mit Lee. Sag nicht, es geht um eure Bucketlist. Tut mir leid. Geht's dir nicht gut? Ich will Zeit mit Noah verbringen. Ich muss ein College wählen. Was meinst du, wann wollen wir nächste Woche losfahren nach Berkeley? Die Bucketlist mit Lee abarbeiten? Ich habe das Gefühl, ich renn rum wie eine Verrückte. Vielleicht hat deine College-Wahl mehr damit zu tun, was andere von dir wollen. Du solltest mal darüber nachdenken, was du willst. Dieser Typ ist nicht der Richtige für dich. Ich prügel mich nicht. Ich stand furchtbar unter Druck. Ich muss rausfinden, wer ich bin. Ich halte dich für eine brillante Frau. Menschen begegnen uns im Leben. Ein paar von ihnen verblassen zur Erinnerung. Aber andere werden ein Teil von dir. Musik.